Praktikantin. Willkommen zu meinem neuesten Video. Heute bin ich bei meinem Hauptsponsor HEP in Gücklingen und bekomme einen Einblick der ganz besonderen Art. Ich mache heute einen Praktikumstag und werde die verschiedenen Abteilungen besuchen und euch dabei mitnehmen. Ich habe mich natürlich auch entsprechend vorbereitet. Man weiß ja nie, was über den ganzen Tag passiert. Ich habe dabei ein paar Laufschuhe, eine Schwimmbrille, wie gesagt, man muss ja immer vorbereitet sein als Triathlet, sowas. Und ja, mal schauen, ob ich das noch irgendwo zwischen dem Praktikums und der wirklichen Arbeit noch irgendwo reinschieben kann, weil ihr wisst ja, jede Sekunde zählt im Training. Deshalb bin ich hier auch hergeradelt, waren fast 2 Stunden, fast 60 Kilometer, ganz schön hügelig, aber wunderschön. Und ich glaube, am Ende habe ich einen Arbeits- und Trainingstag absolviert. Schön, dass du da bist und bei uns heute ein Praktikum absolvierst. Für dich vielleicht zum Ablauf, hast du vorab irgendwelche Fragen? Was darf ich mir denn heute alles anschauen? Ja, wie du weißt, investieren bei uns ja Anleger in Solarparks und diese planen, bauen und betreiben wir selber. Und da würde ich dich heute einfach ein bisschen durch die Station laufen lassen, wie so ein Solarpark geplant, gebaut und betrieben wird. Das sind die Abteilungen bei uns EPC und Operation Maintenance und eben dieser Bau bis zur Endphase. Und da werde ich dich dann demnächst an meine Kollegen übergeben und die zeigen dir, dass wie das im Detail abläuft. Das scheint hier irgendwie auch zum Praktikum dazu zu gehören. Freut mich, mich heute hier begrüßen zu dürfen bei uns in der Abteilung Engineering. Ich habe schon gehört, du warst eben bei der Yvette, die hat dir so ein bisschen was erzählt, was dich heute erwartet. Wie gesagt, jetzt bist du im Engineering, das bedeutet, jetzt wird es technisch. Mal kurz, was machen wir hier? Im Grunde genommen machen wir die technische Planung der Solarparks und die zeichnerische Umsetzung, wenn man es ganz einfach formulieren möchte. Also was mich auf jeden Fall mal interessieren würde, ob du jetzt zum Beispiel entscheidest, wie so ein Park aussieht oder wie der gebaut wird. So ein Design vom Park, das ergibt sich mehr oder weniger. Das liegt daran, dass wir von den Projektentwicklern bekommen wir ja erstmal sämtliche Grundlagen, mit denen wir dann planen. Also das heißt beispielsweise eine Grundstücksgrenze. Wir müssen uns dann innerhalb dieser Grundstücksgrenze bewegen. Gibt es irgendwelche Naturschutzzonen oder Gebiete, vielleicht ein seltener Vogel, der da irgendwo nistet? Gibt es dann irgendwelche geländespezifischen Eigenheiten, wo man jetzt keine Solaranlage installieren kann? Und danach ergibt sich so ein bisschen das Bild von einer Solaranlage. Trotzdem ist es so, dass man, glaube ich, so seine eigene Handschrift auch ein bisschen unterbringen kann. Vielleicht kannst du mir irgendwie nochmal erklären, wie das genau abläuft, wenn ihr so einen Park plant und baut. Okay, das hier wäre Step 1 zum Beispiel. Wir haben jetzt von den Vermessungsingenieuren entsprechend die Vermessungsdaten von dem Gelände erhalten und mein Kollege hat dann das Gelände nachkonstruiert. Das heißt, wenn er jetzt mal das ein bisschen bewegt, wirst du sehen, das ist eben kein ebenes Gelände, sondern es ist ein ganz dynamisches Gelände. Mhm. Und Step 2 wäre dann, dass wir auf diesem dynamischen Gelände die Solaranlage platzieren. Das würde jetzt mein Kollege einfach mal kurz machen. Das sieht man dann in dem anderen Bildschirm. So, und jetzt haben wir da mal die platzierte Solaranlage drauf. So, und da siehst du schon, wir haben zwischen diesen einzelnen Segmenten haben wir
Zonen, die wir freigelassen haben, das liegt daran, dass wir in diesem Bereich Wartungsgänge vorgesehen haben. Mhm. Für die spätere Wartung ist das wichtig, dass man dann auch entsprechend schnell zu den elektrischen Komponenten kommt, um ja, eben die Wartungsarbeiten zu verrichten. Genau. Ein zweiter Punkt ist, was man jetzt hier auch schön sehen kann, vielleicht am besten in dem Bildschirm, bei dem großen Feld in der Mitte, oberhalb befindet sich ein grüner Kreis. Mhm. Paddy, könntest du den mal kurz anwählen? Jo. Hier eben haben wir auch wieder ein Samurai-Grab, was ausgespart okay. werden muss. Genau. Und hier sind wir auch immer zuständig dafür, dass entsprechende Wege auch dahin führen. Mhm. Die darf man nicht zubauen, ganz klar. Und dementsprechend ergibt sich auch hier das Bild von der Solaranlage. Mhm. Und der nächste Step ist, wir lesen das Ganze in PVSYST ein. Das haben wir, also das ist das, die Software für die Ertragsgutachten. Das haben wir hier auch schon mal vorbereitet. Und da sieht man schon, da ist mit Gelände und Solarmodulen ist das dann in diesem Konstruktionsbereich drin. Und jetzt kann man eben auch eine Verschattungsanalyse vornehmen. Und zwar zu einem Zeitpunkt oder zu einem Tag X nimmt man dann einfach mal so eine Verschattungsanalyse vor. Und dann sieht man, wie sich die Verschattung über den Tag verhält. Ja, und hinten raus bekommen wir dann den Ertrag in einem Gutachten. Abschließend noch, nachdem wir dann unser Ertragsgutachten erstellt haben und in anderen Abteilungen überprüft wird, ob das Ganze wirtschaftlich ist, geht es dann ja irgendwann mal in die Detailplanung. Dann erstellen wir noch ganz detaillierte Pläne. Und dann als nächstes wird es dann irgendwann mal in den Bau gehen, wo Matthias Hamann entsprechend der Head of Construction ist. Den wirst du heute, glaube ich, auch noch treffen. Genau, ich glaube, da geht's als nächstes für mich hin. Ja. Ja, wie sieht's denn jetzt aus hier? Ich dachte, wir gehen laufen. Ja, da seid ihr ja endlich. Super. Was ich euch noch nicht verraten habe, dass wir jetzt mal schön knackig 10 mal 1000 Meter laufen und wir gehen alle 3:15 ab. Also müsst euch keine Sorgen machen, easy. Okay, tschüss. Trainingseinheit Nummer 2 absolviert. Mir scheint, die Firma HEP ist sportlich. Das ist cool. Ich war jetzt ja gerade in der Planungsabteilung und jetzt wurde ich hier zu dir zum Bau geschickt. Und es hieß, wir machen jetzt ein bisschen was Praktischeres. Vielleicht kannst du mir mal erklären, wie deine Arbeit denn genau aussieht. Zu meiner Person noch ganz kurz. Also ich bin zuständig bei der Firma HEP für die komplette Technik, unter anderem auch der Bau und für den Einkauf der Hauptkomponenten, also das heißt Montagesysteme, Module und Wechselrichter. Die, ich sage mal, die teuersten Bauteile eines Solarparks in dem Sinn, was wir dann auf der Baustelle verbauen. Wie du schon gesagt hast, du warst gerade drüben bei meine Planer. Das ist alles sehr theoretisch und das, was die Jungs dann planen, muss ich auf der Baustelle mit meinen Bauleitern umsetzen. Was mir jetzt irgendwie noch nicht so klar ist, wie wird eigentlich aus Sonne jetzt Strom? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Es ist relativ schwierig in der Theorie zu erklären. Ich habe dir hier mal ein kleines zwei Bilder vorbereitet, dass ich sage, im Endeffekt ist es so, die Sonne scheint auf das Solarmodul. Das Solarmodul besteht aus Siliziumwafern und in diesen Siliziumwafern werden die Elektronen dann in angestoßen und die erzeugen dann Gleichstrom. Aber wie gesagt, es ist alles relativ theoretisch. Ich würde sagen, wir können es am praktischen Beispiel mal anschauen, oben auf dem Dach. Also wie ich dir unten in der Theorie erklärt habe, fangen wir jetzt im Endeffekt hier die Sonne ein mit den Solarmodulen und die werden dann an den Wechselrichter, also die Elektronen werden dann in Schwung gebracht und werden dann an den Wechselrichter geschickt, damit wir dort Gleichstrom erzeugen können. Okay, wir haben oben auf dem Dach die Solarmodule gesehen, jetzt stehen wir hier unter unserem Carport, wo wir auch Solarmodule drauf haben und ich habe dir ja gesagt, der Strom wird umgewandelt von Gleichstrom in Wechselstrom und da haben wir hier zum Beispiel einen Wechselrichter, der erzeugt aus dem Gleichstrom, der von den Modulen kommt, ein Wechselstrom. Mhm.
Und der Wechselstrom, den verwenden wir dann. Wir haben jetzt hier einen Batterieraum und in die Batterie wird dann der Strom eingespeist. Und damit versorgen wir unser komplettes Büro mit Strom. Cool, also alles, was an Elektronik in eurem Firmengebäude versorgt wird, genau. kommt aus den Solarmodulen. Genau. Ja. Cool. Also Computer, alles mögliche, Steckdosen, alles wird versorgt über die Batterie und dann von den Solarmodulen. Hätte ich auch gern zu Hause. So, jetzt bist du bei mir angelangt. Und zwar warst du schon bei Projektentwicklung und dann auch in der Abteilung, die für den Bau zuständig ist. Wir sind jetzt hier in der Abteilung O&M. Und O&M steht für Operation and Maintenance oder auch Betriebsführung. Das heißt, unser Ziel ist, dass alle unsere Parks Strom produzieren. Und zwar mindestens so viel, wie wir geplant haben, aber besser noch mehr. Das erreichen wir, indem wir uns intensiv um jeden Park kümmern. Also wir machen zweimal im Jahr eine Inspektion von jedem Park vor Ort. Das ist ähnlich wie beim TÜV-Termin vom Auto. Der ist zwar alle 2 Jahre nur, wir machen das öfters. Und dabei schauen wir uns einfach alle Hauptkomponenten an, ob die eben noch alle ordentlich funktionieren. Das geht los von den Solarmodulen, die Kabel, die Wechselrichter und dann die Montagegestelle, auf denen die Module montiert sind. Das heißt, von hier können wir jetzt weltweit jeden Park beobachten? Genau. Und zwar geht das durch das Internet. Jeder einzelne Park oder jeder einzelne Wechselrichter ist mit dem Internet verbunden und läuft hier in so ein Portal rein. Und da haben wir hier ein sogenanntes Dashboard. Wir sehen hier den Park Ono in Japan. Hier steht, welche Kapazität der Park hat, was alles verbaut ist. Wir sehen hier, wie viel Strom schon produziert wurde. 1500 Megawattstunden in dem Park jetzt. Wir haben Kennzahlen, Vergleiche zu Planwerten, allgemeine Key-Performance-Indikatoren, wie sie üblich sind bei Solarparks, die Performance-Ratio, Anlagenverfügbarkeit. Wir sehen hier die Stromproduktionsmenge in jedem Monat, die Einstrahlungswerte. Und wir können hier sehen, wie viel CO2 wir schon eingespart haben mit diesem Park. Das heißt, insgesamt haben wir mit dem Park 5,65 Kilotonnen CO2 eingespart. Das bedeutet, wir müssten, um das zu kompensieren, 535.000 Bäume pflanzen. Müsste man pflanzen, genau. Wahnsinn. Wie viel Uhr ist jetzt eigentlich in Japan? In Japan ist jetzt ziemlich genau 19 Uhr. Also Feierabend, oder? Stimmt. Leute, ihr habt es gehört, Feierabend. Ich darf wieder nach Hause und hatte einen super spannenden Tag bei meinem Hauptsponsor HEP. Und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick daran geben, was eigentlich hinter den 3 Buchstaben, die ihr sicher schon häufiger jetzt gesehen habt, eigentlich sich verbirgt. Und mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Es war sogar deutlich anstrengender als erwartet. Also ich habe auch das ein oder andere Training absolviert. Die Jungs und Mädels, die hier angestellt sind, sind ganz schön fit. Und deshalb lockere ich mir jetzt noch mal kurz meine Beinchen, bevor es gleich wieder mit dem Rad nach Hause geht. Und schreibt mir gerne mal unten in den Kommentaren, was ihr denkt, habe ich mich gut geschlagen als Praktikantin und würdet ihr mich vielleicht auch in eurer Firma einstellen?